Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Horizon Forbidden West. Wir spielen auf der PlayStation 5 das Gameplay auf Deutsch mit mir, dem Dennis. Und wir haben gerade den Schildflügel bekommen. Und das ist ein energiebasierender Gleiter, der aus Maschinentechnologie umfunktioniert wurde. Also halten wir in der Luft ab sofort Viereck gedrückt, um ihn einzusetzen und gleiten dann wunderbar durch die Lüfte. Schön, dass du mit mir fliegst und auch wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Lass gerne einen Kommentar, eine Bewertung, ein Abo da. Ich würde mich riesig freuen. Und los geht's. Also, der verbotene Westen. Eine ganz neue Welt zum Entdecken. Die Koordinaten des Turms sollten zu Silence und Hades führen. Und vielleicht zu einem Gaia-Backup. Es wird nicht einfach da draußen. Lage, die Stürme, Regalas Maschinenreiter. Aber ich muss das schaffen. Ich muss die Welt retten, wie es Elisabeth getan hätte. Also, ich muss sagen, ein bisschen Rühr- und wehmütig ist sie ja schon im zweiten Teil hier gerade. Nicht die Hände einfärben. Und ich glaube, die große Erkenntnis am Ende wird sein, wir schaffen eben doch nicht alles alleine. Wir müssen die Völker vereinen. Wir müssen auf alle unsere Freunde zurückgreifen. Und nur so schaffen wir es dann. Oh, da ist ein Fuchs. Ja, stirb, Füchschen. Der bringt uns. Anführerin des Hinterhalts, Regala, befehle ich dir eine Menge Maschinen. Es gibt sonst nur einen Menschen, der über dieses Wissen verfügt. Silence. Ja, der bringt uns. Nicht nur Wildfleisch, wollte ich sagen, sondern der hätte uns eigentlich auch ein bisschen Leder oder irgendwie sowas oder ein bisschen Fell oder so bringen sollen, denn dann hätten wir das für unseren Beutel nutzen können. Aber gut, beim nächsten Mal. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Ja, genau. Ja, ja. Wir nehmen das später aus dem Vorrat. Schon wieder ein Fuchs. Komm her, du miese Ratte. Rennen. So. Gib mir Fell! Okay. Die Rotfüchse wieder. Bringen uns einfach nicht so viel. Okay, wir lagerfeuern jetzt erstmal, aber vorher looten wir noch ganz geschwind. Okay, einmal. Hoppa, voll vorbeigelaufen. Zweimal. Einmal schnell speichern. Für die Schnellreise auch. Okay, perfekt. Gibt es hier sonst noch was zu looten? Okay, ja. Den großen Rest lassen wir dann, glaube ich, unseren Freunden dort hinten. Wir nehmen nur noch hier ganz kurz die paar Sachen mit. Aber die Stürmer will ich ihnen nicht überlassen. So. Jawohl. Da haben wir schon alles da. Den kriegen wir auch noch. Weil die Maschinenteile, wenn er doch schon da liegt, ne? Die nehmen wir mit. Und hier ist sein Schild noch aktiv anscheinend. Hat geklappt. Okay, wunderbar. Gleitschirm funktioniert, haben wir ausprobiert. Und wir laufen in Richtung Mission. Los geht's. Wahrscheinlich müssen wir da hoch. Es sieht stark danach aus. Wir können hier nirgendwo hochschwingen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich darüber und den normalen Weg hochgehen. Wie das gemeine Fußvolk. Ja, wunderbar. Springst du mal kurz hoch, die 3 Meter hohe Wand. Wunderbar. So muss das sein. Holy, was geht hier denn ab?
Das ist mal eine dicke Kanone. Oh, Füchschen. Nehmen wir doch mit. Wenn er einfach so frech an uns vorbeiläuft, der Hundling. Also viel gibt es hier nicht zu looten in den alten Maschinen. Wir laufen mal weiter. Aber sieht, oh mein Gott, sieht natürlich schon krass aus, ne? Wir stellen mal ganz kurz ein paar Pfeile her. Wenn wir doch gerade kurz die Zeit dazu haben. Okay. Und wir bleiben mal ganz kurz auf dem Bogen. Auch gut. Nochmal schnell ein bisschen Holz mitnehmen. Ein bisschen Holz vor der Hütte ist nie verkehrt. Sachen für den Vorrat. So. Wo jumpen wir da jetzt runter? Einfach, ach, wir fliegen. Stimmt, wir gleiten einfach rein. Mit Pferchen. Vielleicht hält Regala hier ihre Maschinen. Okay. Wir senken mal die Zugbrücke. Das war eine Hälfte der Brücke. Ich werde meinen Trupp stolz. Wie lasse ich die andere dann herunter? Ja, wie immer. Unauffällig. Wie ist hier mein Fokus, wenn ich die Brücke scanne? Okay, was geht hier so? Schockmunition, okay. Hier geht auch einiges. Gut, 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 gut. Da oben reitet sie rum. Boom. Fangen wir sie ein. Ich fange euch gleich ein. Oh. Da drüben. Ah, ich sehe nichts. Komm, lass dich looten. Ich sehe sie nicht mehr. Ah, wie sie uns alle angreifen jetzt halt, ne? Halli hopp. So. Oh, der zieht aber nicht so genau. Oh, wir nehmen mal einen anderen Bogen, sorry. So, so ist das eine andere Nummer. Da wollte er rauf, da habe ich ihn direkt wieder runtergeschossen, gell? Und tschüss. Wie er halt nicht runter will. Ja, ich sehe dich auch. Penner. Erstmal leben. So, Zugbrücke ist gescannt. Da oben liegt einer rum. Was geht hier sonst noch so? Da hinten gibt's was. La la la. Ja, so ein kleines Dorf mal ganz kurz ausrotten. Das ist doch immer schön. Ja, ruhig, Brauner. Bisschen snacken. Perfekt, nehmen wir alles mit. Nehmen wir auch alles mit. Schön Holz nehmen wir noch mit. Ja, wunderbar, läuft doch bei uns.
Ah, auf die andere Seite müssen wir noch rüber. Können wir auch noch looten. So. Okay. Hier gibt es auch noch ein Lager. Ja, 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 ja. Gebt mir alles. Gebt mir alles, was ihr habt. So, Zugbrücke ist unten. So, die Brücke ist unten. Halt, 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 da war noch was. Okay, hopp. Okay, was gibt's hier sonst noch so? Gibt's hier noch was Gutes? Nee, komme ich nicht hoch. Gehen wir mal hier kurz hoch. So. Oh, holy shit. Immer rauf da. Und am Boden. Viele Pferche, nicht so viele Maschinen. Ja, her damit. Wo sind sie hin? Ja, damit. Gebt mir all euren Shit. Gab's da noch mehr zu looten? Oh, ein kleines Lager war da noch. Perfekt. Okay. Ich denke, wir haben es dann überwiegend. Ah, Moment. Rebellensoldaten. Und hier gibt es eine Leiter. Wunderbärchen. Weiter geht's. Scheint in einen Tunnel. Die Rebellen hielten hier also Dornrücken. Die Maschinen stürzten in den Tunnel, der einbrach, als sie weiter hineinrannten. Was, wenn Ulvans Sprengstoff den Krater gerissen hat? Ich sollte nach Kettenkratz und Javad informieren. Okay, sehr schön. Sehr gut. Aber hier kann man doch bestimmt auch runter. Gibt es da unten irgendwas Gutes? Ich schätze mal nichts, was das jetzt Zeit wert wäre. Das machen wir ein andermal. Wunderbar. Die Todbrüche haben wir abgeschlossen.
Wo müssen wir dann jetzt hin? Okay, wir stehen quasi genau in der Mitte des Lagers. Okay. Unbekanntes Himmelsgleiterareal. Sehr schön. Da gehen wir doch mal hin. Okay. Schaut euch das mal an hier. Ich hasse viele alte Wracks hier. Muss eine große Schlacht gewesen sein. Okay. Die Alten haben alles gegeben, um den Pharaoh-Schwarm abzubremsen. Um Zero Dawn Zeit zu verschaffen. Krasses Viech auf jeden Fall. Was kann ich hier so finden? Ah ja, Rotfüchse. Die Maschine stürzt sich auf mich, wenn ich nicht aufpasse. Erstmal scannen. Okay. Ja. Yeah. Oh, der spuckt Eis. Feuer und Eis. Krass. Boah, voll gut ausgewichen. Motherfucker. Oh oh, Leben. Gib mir Leben. Oh cool, da gibt's Teile. Die nehme ich. Nice! Einer down. Der nächste kommt gleich. Von hinten. Angenatzt hat er mich. Wir nehmen mal Sprengpfeile. Komm schon, steh auf, Mädchen. Eieiei. Das Coole ist, hier gibt es einiges an Leben.
Ja, wie sie halt aufs Maul kriegt. Okay, wir probieren es mal mit Sprengpfeilen. Shit. Ah, shit. Oh, shit. Keine Munition mehr. Lauf, Mädchen, lauf! Enges Höschen. Können wir zum Glück noch welche herstellen. So, wo ist er denn? Da oben ist er. Kritischer Schlag, jawollo. Geil, alle platt gemacht. Cool, cool, cool. Einiges an Teilen bekommen, sehr schön. Wie sie halt rumhustet die ganze Zeit. Gut. Ein bisschen Medizin. Nimm dir ein bisschen Medizin. Komm, schmeck mal rein da. Okay. Sehr schön. Das Areal haben wir gesäubert. Weiter geht's. Kehre zu Javad, dem Willigen, zurück. Ah, wahrscheinlich haben wir ein paar Teile. Okay. Wir gucken mal, ob wir hier auf dem Weg irgendwo ganz kurz... was ist das? Ah, das ist auch nur ein Rotfuchs. Der sah so schwarz aus. In der Nacht. In der Dunkelheit der Nacht. Okay, wir machen das mal ganz kurz. Wir kehren da mal ganz kurz zu dem Dude zurück. Was sagt er denn? Quests. Nebenquests. Okay. Das haben wir alles erledigt. Ja, dann gehen wir doch direkt zu Javad zurück. Gucken auf die Karte. Und machen da eine Schnellreise hin. Jo. Perfekt. 70 Meter. Ich schätze mal, der ist wahrscheinlich außerhalb. Doch nicht. Er ist da drin. Also gehen wir rein. Auf zu Javad. Also, du bist aus dem Westen zurück. Glück gehabt? Tenakt-Rebellen auf der anderen Seite der Berge hielten die Dornrücken in Pferchen. Durch Alvens Sprengungen entstand ein Krater, der sie in die Tunnel zog. Durch die sie zur Mine und in den Schrecken gelangten. Gut. Außer den Rebellen trägt also nur einer die Schuld an der Dornrücken-Misere, Alvend. Leuchtende Strahlen der Sonne
Und die ganze Zeit zeigt er mit dem Finger auf uns. Naja, insgeheim wussten wir es, ne? Und Petra auch. Zitiert wie ein elendes Schankweib. Ich hoffe, du hältst deinen Stift bereit. Was macht Petra mit dem Magistrat? Was? Was will die hier? Ich wohne hier, Rostkopf. Gut, worum geht es? Dank der Retterin hat die Sonne die Wahrheit über den Einfall der Dornrücken enthüllt. Tenakt-Rebellen auf der anderen Seite der Berge hielten Maschinen in Pferchen. Ein Krater schluckte sie und riss sie in die unterirdischen Tunnel, die nach Osten und in den Schrecken führen. Es war also ein Unfall. Aber lasst uns nicht vergessen, dass die Karte... Das ist nicht alles. Der Krater entstand durch deine nicht genehmigten Sprengungen in der südlichen Mine, Alvand. Du bist verantwortlich für den Maschinenangriff, die toten Arbeiter und die Zerstörung durch die Dornrücken. Für einfach alles. Mein lieber Magistrat, hat die kostbare Sonne dir die Sinne versenkt? So etwas würde ich nie ohne deine Zustimmung veranlassen. Es gibt Beweise dafür. Aloy hat den Frachtbrief in der Mine gefunden. Du hast das Sonnenreich betrogen, Alvand. Nur für ein paar zusätzliche Scherben. Und die Bergleute, die beinahe ertrunken sind. Und dieses Riesending, das du geschickt hast, um ein paar Flüchtlinge einzuschüchtern. Ich verlange eine offizielle Untersuchung. Ich bin das Opfer irgendeiner Karja-Intrige. Aber gewiss, wir werden alles genauestens untersuchen. Die Dornrücken, die Mine, die Flüchtlinge. Jeden Geschäftsabschluss, den du jemals getätigt hast. Das ist doch nicht nötig, oder? Was, wenn ich einfach ins Anrecht zurückkehre? Das würde der Kasse natürlich Kosten sparen. Natürlich. Ich reise ab, sobald ich ein paar offene Sachen erledigt habe und alles geklärt ist. Das Wohlergehen der Leute in Kettenkratz in Zeiten wie diesen... Nein, du wirst sofort gehen. Kettenkratz kommt zurecht. Du glaubst, sie kann dieses miese Drecksloch leiten? Pah! Fall doch tot um. Raus! Wir wollen und brauchen dich nicht! Wieder mit Orbot! Steht ihm recht. Da ist er hingefallen. Sowas aber auch. Dreck steht dir gut, Alvand. Wie die Sonne Schatten vertreibt. Ich danke dir, Aloy. Er hat es verdient. Hier, bitte, nimm das für deine Mühen an. Das Sonnenreich und meine Nerven sind dir sehr dankbar. Und ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Das stimmt wohl. Seine Fußstapfen sind hässlich. Aber ich trete rein. Alles dank dir, Flammenhahn. Sehr schön. Die Dornrücken-Nebenquest ist abgeschlossen. Kettenkratz ist besser dran, wenn Petra das Sagen hat. Perfekt. Fertigkeitspunkte. Wir haben 7 an der Zahl. Gibt es euch. Und wir holen uns auf jeden Fall den kritischen Mutstoß Stufe 3. Sehr geil. Dann können wir jetzt nämlich hier auch Luftschlitzeabsprung lernen, den Resonatorschaden erhöhen oder den Wuchtangriff verstärken. Was wir erstmal machen. Und ich möchte unbedingt erstmal ein bisschen Leben gewinnen. Also erhöhen wir erstmal die Medizinkapazität und als nächstes machen wir dann bessere Tränke. Sehr schön.